Na, der Hammer bewegt sich etwas langsam. Bum, ba, bu, ba, ba, bum, ba, bum. Bum, ba, bu, ba, ba, bum. Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badger Kate. Hase Bobby ist auch wieder mit dabei. Ich hoffe, ihr auch. Hier ist heute ein Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Und ja, irgendwie bin ich nicht so ganz erfreut über diesen Trainingskran, weil, ja, man sieht es ja. Man hat da nicht viele Möglichkeiten, Marken zu greifen, würde ich mal behaupten. Zumindest müssen wir erstmal den Weg hier so ein bisschen frei machen. Na komm, greif ihn am Löffel. Ja, so ist es natürlich schön, wenn die Marken dann natürlich so bleiben, aber ich glaube, ich werde Probleme haben, hier die Marke zu greifen. Weil, ja, man kennt es ja, man bleibt dann hier irgendwie hängen und rutscht dann hier weg. Ja, ich werde einfach mal das greifen, was ich kann und gucken, dass ich vielleicht einen Bonus bekomme, weil ich gehe nicht davon aus, dass ich den Kran hier komplettieren werde. Weil, auch wenn das Ganze rund ist und selbst wenn wir hier Simsalak greifen, kann es trotzdem passieren, dass halt die Kugel nicht ganz rüberrollt, sondern einfach stehen bleibt. Und ist natürlich jetzt die Frage, was am besten macht. Also entweder gibt es halt die Möglichkeit, ich versuche es halt wirklich nicht zu greifen, was eigentlich, glaube ich, ein Ding der Unmöglichkeit ist. Oder ich gehe halt ganz nach links, drücke dabei die Kugel ein bisschen nach unten, dass halt die quasi noch ein bisschen nach rechts geschoben wird, dass man mehr Platz hat. Und dass man halt dann mit dem nächsten Griff dann halt die restlichen dann greift. Ich glaube, ich mache es am besten einfach so. Ich drücke einfach die Kugel runter. Das sollte vielleicht wohl die bessere Möglichkeit sein. Ja, wenn es sich runterdrücken lassen würde. Na, ein bisschen. Naja, gut. Nicht wirklich viel. Ich frage mich bei dem Kran jetzt sowieso, wie man das machen soll. Weil, ja, wie gesagt, Simsala ist nicht unbedingt dafür gemacht, dass man jetzt die greifen kann. Und wenn ich jetzt... Ich kann es ja ausprobieren. Ich gucke einfach mal. Ich meine, ich muss heute eher auf den Bonus hoffen. Na, seht ihr? Gut, ich mache sie gerade, toll. Vielleicht ist es ja auch so gedacht gewesen, dass man dann halt extra eine Runde benutzen muss, wo man nichts greifen kann, sage ich mal. Dass man sie dann halt jetzt bekommt. Und, oh, das war natürlich nichts. Das ist genau dasselbe Problem, was ich gestern hatte. Dass ich hängen geblieben bin und dann rutscht der Kran so ein bisschen nach rechts oder zu weit nach links und dann greift er nicht in die Lücke rein, die man greifen wollte. Aber wie gesagt, selbst wenn ich die beiden Marken bekommen hätte, dann wäre ich bei 4 Marken gewesen. Und ja, immerhin haben wir einen Bonus bekommen, ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe letztes Jahr ziemlich viel Glück, was die Bonis angeht. Aber ja, was die Kranauswahl angeht, ist nicht so toll. Vor allem, ich habe mir heute wieder rumgeguckt, es gibt so viele andere Kräne, die man eigentlich benutzen könnte zum Training, damit man für möglichst viele Marken bekommt. Aber nee, das Spiel ist natürlich so weit... ja, nicht unfair, aber halt so weit gemein, dass man ja auf so einen Kran zurückgreifen muss. So, aber dadurch, dass ich nur eine Runde habe, wie gesagt, wäre so oder so nur eine Runde gewesen, habe ich mir heute noch ein bisschen rumgeguckt und zwar habe ich einen Mario Bros. Kran, den ich noch nicht gespielt habe. Ja, sowas gibt es immer noch und zwar den hier. Die anderen Blöcke, die habe ich aus anderen Kränen bekommen, aber ich habe hier noch nie eine Marke rausgeholt aus diesem Kran hier, deswegen ist er noch nicht in der Sammlung drin. Und ich hoffe halt, dass wenn ich halt hier dagegen schlage, dass ich dann zumindest, ja, dass ich halt einen von den Blöcken bekomme. Das wäre zumindest wünschenswert. Und wenn nicht, es muss nur irgendeine Marke runterfallen, so muss man das auch sehen. Selbst wenn nicht, also wenn ich nicht den Block bekomme, dann gibt es ja noch den anderen Kran, wo dieser Block drin ist. Und dann habe ich den damit dann komplett. Aber ich muss hier mindestens eine Marke bekommen, weil sonst bringt das Ganze natürlich nichts. Dann hoffen wir mal, dass das klappt. Na, der Hammer bewegt sich etwas langsam. Nach oder gegen? Okay, alles klar. Ui! Ich habe komplettiert. Okay, also ich hätte nicht gedacht, dass das mit einem Schlag klappt, dass der ganze Kran dabei, das ganze Set dabei umfällt. Aber hey, wenn man Marken braucht, spielt den hier. Jo, sehr schön. Also selbst wenn mir alle Marken gefehlt hätten, hätte ich den jetzt mit einem Schlag komplettiert, ja. Freut mich dann, auf jeden Fall. Das war eine richtige Lawine, auf jeden Fall. Ah ja, jetzt müssen wir erstmal die ganzen Blöcke hier einsammeln. Kommt ihr her. Schiebt sich ganz langsam nach unten. Na, go. Und der eine Block klemmt dem anderen fest. Ja, kurze Runde, aber trotzdem erfolgreich. Dann gucken wir uns mal ganz kurz die Sammlung an, auch wenn ich mir nicht unbedingt vorstelle. Wobei, es kann ja doch so ein kleines Level daraus gebaut worden sein. Gucken wir uns gleich mal an. Weil das Bild selber kenne ich ja noch nicht. Wie gesagt, den Kran habe ich nicht gespielt. Deswegen hatte ich auch kein Vorlagebild.
Aber es wird mir vermutlich jetzt zwei Kräne angezeigt, weil ja der Block, wie gesagt, auch in einem anderen Kran drin gewesen wäre. Na, einmal zur Sammlung. Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön, wenn man dann zumindest die eine Kreisrunde bekommen hat, dass man sagen kann, gut, man kann einen Kran komplettieren, der dann auch jetzt auch wieder weg ist. Den man immer wieder spielen könnte, sofern man Blöcke braucht, aber sonst ist das Ganze ja, ja, trotzdem vom Vorteil. Ja, hier sieht man den Kran hier wegen den Blöcken. Da würde uns halt nur der Mario und der Goomba fehlen. Im Prinzip würde es eigentlich wirklich nur noch der Mario, weil der Goomba, den gibt es auch noch, wieder auf einem anderen Kran. Deswegen finde ich auch so, macht es auch so Spaß, die Mario Bros. Kräne zu spielen, weil man dann halt mit anderen Kränen wieder andere Kräne komplettieren kann. Und das hat man halt leider nicht überall. Stellt euch mal eine schwere Marke vor in einem Kran und die ist dann einfach in einem anderen Kran und dann, ja. So, das ist auf jeden Fall das Set. Das ist, ja, wenn man sich mal so ganz genau anguckt, das ist das zweite Level von Super Mario World, wie ihr das auch oben sieht, hier. So ein Ausschnitt davon. Und das ist unser Set Nummer 114. Eieiei, geht richtig schnell. Vor nicht allzu langer Zeit waren es noch bei, eigentlich noch bei 100 und hab ewig dafür gebraucht und jetzt haben wir schon so eine Zahl. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, euch hat der Part wieder gefallen. Ich bedanke mich schon wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr von dem Mewtwo Simsala-Kran, Trainingskran haltet. Also ich bin kein Freund davon. Wenn man es normal spielt, könnte man mit Links- und Rechtsbewegungen vielleicht da irgendwas machen. Mit viel Geduld, weil es wird vermutlich auch Stunden dauern. Aber wie man den Simsala da am besten greift, das ist natürlich wieder eine Sache, ob man wirklich eine Runde verhauen muss, damit man ihn quasi gerade schiebt, um ihn dann zu greifen. Das ist halt natürlich die Frage, ob das dann so gedacht ist oder ob es doch eine einfache Möglichkeit gibt. Aber ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.